Ich bin nicht da, ich bin weg. Na gut, ich bin doch da. Sind das da drüben Glühwürmchen, die so blau leuchten? Oder ist das... sind das Chemikalien? Ja, aber ich will die Erinnerung noch haben, Mann. Verlassenes Dorf. Cool! Kann ich da wieder rein? Oh ja, gut, okay. Silent Hill! Erinnerung. Yeah! Sehr cool. Altholz. Dieser Weg ist versperrt. Ich glaube nicht, dass ich durchkomme. Was hast du vor, dich durchzuhängen? Nein, wir suchen zuerst nach anderen Möglichkeiten. Hui, ich liebe Horrorspiele. Ach, ich liebe sie so sehr. Ich könnte mich reinlegen in Horrorspiele. Weil es hier gerade so unheimlich ist, ist genau mein Ding. Oh, hoffentlich. Da ist doch irgendwas um die Ecke. Entschuldigung, er hat geredet, aber ich bin ein Stück zu weit gegangen. Ich hab's auf der Karte gesehen. Oh. Sollen wir ihn antippen? Naja, wandern stand. Wird schon werden. Wahrscheinlich. Du kannst den Stock nehmen und es erst so anpieksen. Alter. Müssen wir wirklich mit ihm reden? Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Schon in Ordnung. Nur ein bisschen plaudern. Nur ein bisschen plaudern. Kann er da weg? Nein. Meister, wovor hast du Angst? Ich habe keine Angst. Dann beeil dich und sprich mit dem Typen. Ich weiß, aber... Weißt du, mich gehen sie an, dass ich vielleicht etwas vorsichtig bin oder so. Aber selber trauen sie sich nicht, ja? Das weiß ich nicht. Hallo, guter Mann, Frau, Verzeihung, ich kann nicht erkennen. Jetzt dreht er sich so um, wie so der Zombie aus Resident Evil, immer der Erste. Oh Gott, es war doch nur ein Witz, Mann. Scheiße. It was a fucking joke. Was war denn das bitte? Oh, vielleicht finden wir irgendwo eine Schreibmaschine. Dann können wir speichern. Wobei... Naja, Zombies, sind Zombies wissenschaftlich möglich? Ich glaube, ich meine, es gibt diesen Pilz, der Ameisen übernimmt oder sowas, die dann wie Zombies sind. Aber geht das bei Menschen auch? Ich meine, der Last of Us hat das, ich soll überhaupt hinter uns her? Hallo? Da ist doch niemand. Ist doch alles gut? Warum greifen sie an? Hör auf, dich zu beschweren. Los, los, los. Ja, okay. Aber hier gibt es so viel zu... Da steht doch wer. Oh, kann ich hier vorbei? Oh, ja. Lieber nicht den Menschen. Alles gut, da ist niemand. Mal da irgendwas zum Anschauen vielleicht. Da steht noch jemand. Hallo. Was machen die denn da am Boden? Essen die da was? What the fuck is happening? Könnte auch Deadly Premonition sein. Erinnert mich auch gerade, dass hier an Deadly Premonition auch ein sehr, also eins meiner Spiele, nicht so gut, aber es ist sehr witzig. Es ist very entertaining. So, das ist eine Erinnerung. Oh, das ist eine Post. Ein Postgebäude. Haben wir hier vielleicht was zum Anschauen? Ich weiß mir das ein. Entspannt. Keuch, keuch. Ach du meine Güte. Ja, es waren auf jeden Fall mehr als 5. Weil da draußen waren 2, dann noch einer, auf der Straße waren 2 und hinten.
waren fünf. Nanika. Mio mamoru mono ga hitsuyou kamoshirenai. Sono hen ni buki ni narisou na mono wa nai ka sagashite miyou. Gut, um Hallara und Vivi mache ich mir nicht so viele Sorgen. Mal schnell was finden. Es muss doch etwas geben, das wir benutzen können. Das da nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ist hier irgendwas zum... Da kannst du raus. Es könnte andere Stellen geben, die ich noch nicht überprüft habe. Ich habe noch gar nichts überprüft, guter Mann. Oh, eine Uhr. Die Zeiger der Uhr sind verstaubt. Ich schätze, sie haben sich eine Weile nicht bewegt. Ich glaube auch nicht, dass sie gute Waffen abgeben würden. Stimmt, lass uns lieber woanders nachsehen. Na schön. Oh, ich finde das voll geil, dass da alles so verlassen ist und sowas. Boah, ich frage mich, ob das eine Art Büro war. Es ist wie ein Rathaus oder ein Postamt. Vielleicht ist irgendwo ein Gewehr versteckt. Was? Das bezweifle ich leider. Welches Rathaus? Ja, wahrscheinlich in Resident Evil würden wir sowas finden. Im Postamt, Briefumschlag. Das wird uns sicher helfen, der Briefumschlag. Was wollte ich denn sagen und nicht lügen? Ich weiß es nicht mehr. Mir ist was eingefallen und jetzt habe ich es wieder vergessen. Es tut mir leid. Evakuieren. Ah ja, genau, was ich sagen wollte, ist so, also... Aha, ein Giftgasleck. Also hier ist ein... Das ist ja das Sperrgebiet, nehme ich an. Ja, okay. Und hier hat ein ganzes Dorf existiert. Und nebenan wurde eine neue Stadt gebaut. Ich bin etwas verwirrt. Vor allem, das ist ein Sperrgebiet und hier laufen offenbar Zombies rum oder solche, keine Ahnung. Und die haben sie bis jetzt nicht umgebracht, alle miteinander? Oder kommen da immer wieder neue? War das winzige Dorf vor der Stadt da? Oder danach? Ganz genau. Oh yes, I love it. Ja, die weiße Woche, ne? So, hier kommt sonst nichts weiter. Was ist da draußen los? Nein, hat nur blau aufgeleuchtet, alles gut. Bitte. Erzähl mir, was du über die weiße Woche weißt. Die weiße Woche. Alle dürfen nur weiße Unterwäsche tragen. Werden die gegessen von den Leuten hier? Ich bin so verwirrt, weil wenn der Makoto davon wusste, er hat uns ja dieses Ding gegeben mit dem Gas, wollte er uns so loswerden? Es gibt doch andere Methoden, uns ins Sperrgebiet zu bekommen. Ich dachte, das wüsstest du? Sagt Mensch nicht dazu eigentlich Krematorium oder so? Warum nicht einfach sowas bauen? Naja, sie haben ja geforscht in diesen Homunculus. Homunculi, was auch immer. Aha. Sie sind also nicht tot. Sie sind in so einer Art Trance oder was auch immer so. Keine Ahnung. Sie schweben zwischen dem Leben und dem Tod. Keine Ahnung, Mann. Haben sie deshalb noch nicht umgebracht? Weil sie so sind, oh, diese Leute leben noch. Sie bewegen sich auch nicht, sie existieren hier einfach.
Zombie-ähnliche Kreaturen. Ach, mein Gott. Oh. Hallo? Was ist denn jetzt los? Bewegt euch! Oh mein Gott! Warum haben sie da, hat sie da was Rotes auf der Hand? Ich habe die Uniform erkannt, wie bei den Schuhen nämlich. Die Röcke und sowas. Aber ich bin verwirrt, die sind doch gestorben. Shinigami? Naja, es gibt immer ein erstes Mal, nicht wahr? Das ist eine gute Idee. Mein Gott, was ist denn das? Scheiß noch eins, hört doch mal auf hier. Jetzt sind wir im mittelalterlichen Japan und spielen Fang dich Hut mit irgendwelchen Zombies. Renn doch weiter. Das hätte ins Auge gehen können. Wer hat denn da geschossen? Unfassbar. Es geht ja eins Schlag auf Schlag jetzt. Naja. Achtung, sehr hilfreich. Bitte was? Nochmal, warte, Moment. Homunkuli fressen von Natur aus Menschenfleisch, um die organische Synthese der Zellen aufrechtzuerhalten. Wie nutzlos ist das dann? Ist mit Krankwerden das Verhalten jetzt gemeint oder sind Homunkuli von Natur so drauf, wie sie jetzt sind, da die Leute? Dankeschön, Papier. Ach, du meine Güte. Taberu. Ich bin sehr verwirrt. Aber waren sie, sind sie, sie sind, waren sie dann die ganze Zeit? Warte, also sind sie, ich dachte, das sind die echten. Oder nicht? Ich dachte, ha? Oder sind das einfach, sehen sie einfach so aus wie die? Weil ich dachte, die Leichen werden hergebracht und dann als Experiment benutzt. Ach du meine Güte. Kann ich mich hier noch umschauen? Gibt es hier irgendetwas? Wir haben ja die Zeit. Okay, von da sind wir gekommen. Bin hier raufgelaufen. Ist hier da irgendwas? Ja, 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 danke. Aber ich möchte nicht zu viel verpassen. Vor allem möchte ich keine Erinnerungen verpassen. Also, die Splitter halt. Hier runter wird es ja nicht mehr gehen, oder? Doch, er geht. Aber wird er da hinten hingehen, weil der... Ja. Da ist nicht gut, wir müssen einen sicheren Ort finden. Okay, okay, okay. Ganz entspannt, mein Guter. Ich gehe schon nicht da lang. Na, 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 na. Kann ich hier rein? Ja. Okay. Hier kann ich nicht drüber. Alles klar. Da ist auch nichts. Okay. Da ist nichts, aber da drüben kommen wir dann hin. Aber warte, 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 warte. Hier vorne ist zu, oder? Da vorne ist alles versperrt. Ja, okay, hier kommst du nicht durch. Das heißt, du musst durch das Haus hier.
durch den Garten halt hier und dann da lang. Alles klar. Oha. Oh, da ist der Priester. Wieso sehe ich all meine alten Fälle wieder, die ich etwas, naja, aus dem Leben geholt habe? Na, zum Glück. Das Risiko willst du eingehen? Oh. Ich kann die Kamera nicht bewegen. Die Glühwürmchen fliegen uns in die Fresse, ob wir wollen oder nicht, okay? Yuma, bleib bitte zurück zur Sicherheit. Um Gottes Willen. Traurig, weil es wirkt wie ein... Es ist wirklich merkwürdig. Das wirkt wie ein sehr hübsches Dorf, tatsächlich. Hallo, guter Mann. Ich kann eh nichts anderes machen. Das Spiel lässt mich nicht. Geh nicht so nah ran, Mann. Yuma, geh lieber einen Schritt zurück. Ha! Oh Gott. Ich weiß nicht, was Yuma sich erhofft hat. Ich hätte ihn ja in Frieden gelassen, aber was soll's? Ist ja nichts passiert. Oh mein Gott! Sachi! Hallo. Oh, was ist das denn? Icardi? Oh, natürlich. Deinen Namen habe ich vergessen. Warum sind hier all die Leute? Ja. Offensichtlich aber nur Zombies. Ike, da hat mich was... Ah! Es beißt! Oh mein Gott. Ich habe nach rechts gedrückt, nicht nach links offenbar. Hallo? Sie ist so... Nein, ich kann nichts tun. Wir sind 5 Meter von denen entfernt. Keine Chance. Yuma ist tot. Oh nein. So, Lady... Wieso beißen sie mich an meinem Schuh? Mein gutes Leder. Blöde Kuh. Nicht du. Komm weiter. Yeah. Ah! Good Lord. Ach nein, der Typ. Oder X. Ich hab X gedrückt. Ja, ich hab X gedrückt. X ist oben. Komisch. Also das letzte ist in Ordnung, da habe ich nach rechts gedrückt, anstatt nach links. Aber bei dem war ich ganz sicher auf X. Sehr merkwürdig. Epic! Sehr mysteriös. Hui, sie springt da mal drüber. Ich dachte, vielleicht habe ich Y gedrückt oder sowas, aber ich war so... Nö, X ist der oberste Button. Fenster. Naja, es ist ja ein Sperrgebiet. Wer zum Teufel hat denn einen Pfeil geschossen, zum Beispiel? Da muss ja noch irgendwer rumlaufen. Nicht anfassen! Ah. Zum Glück ist der Typ für uns reingelaufen. Ja, und Fubuki ist nicht da, um die Zeit zurückzudrehen. Hupsis! Das wird es nicht geben, sonst würden die Zombies hier rausströmen wie nix. Was ist da denn los? Sie reagieren. Das ist wirklich Zombies. Was ist denn das? Fürchtet euch! Ich bin der Kistengeist! Du hast die Arme bewegt da. Lauft! Lauft, meine Kinder! Vielleicht nicht genau hinein. Jetzt wird's aber langsam lächerlich. Oh nein! Schnell, springt hinten den Abhang hinunter.
Mann. Oh, oh, oh. Bye, bye. Das wird... Ah, das tut sicher sau weh. Seid ihr verletzt? Ich hoffe, die haben sich den Kopf nicht gestoßen. Es könnte eine üble Fleischwunde werden. Oh. Okay. Fubuki, ist alles in Ordnung bei dir? Irgendwas... Ich kann es kaum erkennen. Sieht aus wie eine Fabrik oder so, oder? Ich kann die Karte nicht anschauen. Okay, ich wollte nur mal kurz schauen bei Optionen. Ich habe es mal ein bisschen heller geschalten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft. Baustelle. Eine dieser provisorischen Toiletten, die sie immer auf Baustellen verwenden. Bedeutet das also, dass Bauarbeiten durchgeführt wurden? Es sieht aber eher nach Flickwerk aus. Sie muss einem Toilettensammler gehören, der in der Nähe wohnt. Ich glaube nicht. Ich werde nochmal schauen. Ich werde nochmal ein bisschen höher stellen. So, jetzt habe ich noch höher gestellt. Die Helligkeit habe ich jetzt hoch gemacht. Ich hoffe, dass das nicht zu viel ist. Diese Lichter sind unglaublich hell. Ich schätze, dieser Ort wäre ohne sie stockfinster. Aber Yuma, wenn sie jetzt eingeschaltet sind... Ja, jemand beobachtet diesen Bereich. Gehen wir besser vorsichtig vor. Ist da hinten noch irgendwas? Hier ist gar nichts, oder? Nö. Nope. Okay, hier können wir rein. Hier drüben ist aber auch nichts. Nope. Gut. Nö. Da ist die Tür. Gut, dann... Hallo? Fragezeichen? Ich höre schon... Digga, doch nicht Hallo sagen, wenn wir reinkommen. So, typisch weiße Menschen, weißt du, kommen rein. Hallo, sorry, in so Horrorfilm. Idioten. Ich höre komische Geräusche, Schreie, um genau zu sein. Hey. なんだか血の匂いがするけど。うん。しろ。ひょっとしたらここには立ち入り禁止区域に関係する何かがあるのかも。危険かもしれないけど。ちょっと中を調べてみよう。うん。どうせどこに行っても危険だしね。ああ、この工場なんか不気味。 Oh, das ist witzig. Ich bin einfach zu beeindrucken. Was geht denn da ab? Da bewegt sich Zeug auf dem Lieferband. Vielleicht sind wir ja bei Amazon gelandet. Die Leute draußen sehen schon wie solche... Oh ja, sieh dir das an. Da drüben ist wahrscheinlich mein Paket. Gut, warum läuft diese Maschine? Es ist niemand hier, um sie zu bedienen. Ich bekomme hier nichts anderes als schlechte Schwingungen. Sei vorsichtig, Meister. Ich habe da extra heller gestellt. Da, schau. Bam, bam. Sieht aus wie Brot. Da drüben. So Semmeln. Hm.
Das ist irgendwie merkwürdig, dass die Leute da, diese Zombies da rumstehen, wo das Zeug vorbeifährt, oder? Wieso haben die die nicht weggeschafft? Ja, was willst du sonst tun? Umdrehen? Meinst du vielleicht, uns gefällt nicht, was wir finden? Nein, warte! Bist du blöd? Ich nicht, aber es liegt auch daran, dass ich zu Hause sitze und mir nichts passieren kann, also... Ja, aber du willst doch die Fubuki nicht allein lassen. I'm gonna risk it all. Erstens das und zweitens hat sie keine Wahl. Wir sind miteinander verbunden. Es sieht wirklich aus wie Brotteig. Semmelteig. Was ist denn das? Ab durch die Tür hier. Ach, oh. Kurumi-chan. Gott sei Dank. Yuma-kun, sind das die Fleischbrötchen? Sind das die verdammten Fleischbrötchen? Scheiße! Sind etwa alle Menschen Homunkuli und das hier ist Menschenfleisch in den Fleischbrötchen und deswegen will jeder diese Fleischbrötchen essen? Ich hab doch gesagt, irgendwas Merkwürdiges ist in diesem Zeug drin! Da sind tote Menschen drin in denen, oder? Und jeder von der Stadt ist ein Homunkuli oder so. Und auch die Fubuki, weil sie es auch isst. Und wenn sie es nicht essen, dann werden sie alle wahnsinnig. Und deswegen produziert diese Fabrik das. Ist das vielleicht Wall-E oder so? Ich nicht. Ihr habt's noch nicht gegessen. Sie haben mich mal gefragt und ich war so, nein, ich fühle mich nicht wohl dabei. Wieso redet diese Durchsage mit uns? Und was ist denn hier los? Wir wissen... Ja, schon, oder? Ist das so? Und was? Automatische Führung? Ist Guide? Ja, aber wo sollen wir sonst hin, hm? Das alles ist... Yuma-kun, no.